Da wollte ich gerade die Aufnahme starten für YouTube und habe außerdem den Stream ausgemacht. Sofort wieder angemacht. wir sind bei der nächsten Festung. Sieht verlassen aus. Es hat ein paar Flaschen gebraucht, doch der gute Sir Tristan steht uns zur Seite. Er sagt, wir sollen uns nicht um die kleineren Krypten kümmern. Da liegen nur einfache Soldaten. Wir sollen Eisenwerkzeug nehmen und in die großen Grüfte steigen. Dort ist das Gold. Akarat vergebt und wacht über uns. Vergönnt uns heute Abend volle Bäuche. Ja, da war der gierig und dann wird er gestorben, ne, wie man sieht. Kreuzritterdenkmal. Untersucht das Denkmal. Säubert das Denkmal von den Untoten. Untersucht die Leiche des Grabräubers. Exhumierter Kreuzritterschädel. Die Fehler meiner Vergangenheit werden mit eurem Blut vergolten. Nee, so geht das nicht. Grabräuber. Lasst unsere Brüder ruhen. Ich bin kein Grabräuber. Ich bin kein Grabräuber, was soll der Mist? Oder doch, eigentlich schon. Wenn ich ein Item aus dem Grab ziehen kann, mache ich das. was jetzt? Läutert die Kreuzritterschädel. Ah, okay, wir müssen noch mehr Schädel finden, ja? Verschlossen. Alles klar. Wir müssen quasi die Grabräuberleichen untersuchen und Schädel finden. Eine Glyphe gefunden. Okay. Glyphe Abyssal stand dort. Das hier. Seltene Glyphe. Aha. Ja, wir müssen uns die dann mal ganz in Ruhe angucken, wenn wir beim ersten Glyphensockel sind. Ich finde, es macht jetzt keinen großen Sinn, weil ich sie eh noch nicht ausrüsten kann. Wenn ich einen Schädel finde, dann taucht auch gleich der Geist von dem Kreuzritter auf. Wir besiegen den und bringen den hier oben dann eine Feuerschale. Aha, und jetzt ist der Geist hier. Kniet nieder vor der Schale. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe kaum noch Essenz. Jetzt raus.
Schade. Da ist einer. Sir Morhold. Halten. Hier muss doch auch irgendwo eine Lilith-Statue sein. Habe ich ja bei der letzten Festung noch ganz groß gesagt. In jeder Festung steckt eine Statue. Glaube ich zumindest. Könnte hier die Statue sein. Da unten. Nee. Ach da, die habe ich schon. Hier konnte man anscheinend einfach durchreiten. Dann habe ich die vielleicht schon einmal eingesammelt, als ich privat gespielt habe. Und die Festung habe ich dann extra nicht gemacht, weil das wollte ich ja in einem Video machen. Schon jeden Grabräuber umgedreht. Wo ist der letzte? Da fehlt doch noch einer. Irgendwo liegt noch ein Grabräuber rum. Den habe ich wohl irgendwie übersehen. Wenn ihr einen seht, sagt Bescheid. Hier ruht Sir Tom. Beschützer, Mentor, Freund. Er hat sein Leben dafür gegeben, alle zu beschützen. Ja, das finde ich schon assi, ne? Also, dann so ein Grab aufzuwühlen und den Schädel rauszuholen. Warum den Schädel? Was bringt denn der? Hier ruht Mariam. Auf ewig ein Licht in der Dunkelheit. Dame Mariam. Oder Dame Mariam. Bei Mariam oder Mariam muss ich irgendwie mal an Robin Hood denken. Die Maid Mariam. Ich möchte noch das andere Grab lesen. Habe ich wohl irgendwie übersehen. Ja. Dieser Grabstein wurde verunstaltet und ist nicht lesbar. Ja, das ist quasi absichtlich noch verunstalten, weißt du? Das ist doch widerlich, sowas. Lass die Leute doch wenigstens mal im Tod in Ruhe. Aber Natur. Haben wir jetzt alle gelesen? Ich bin der Meinung, da fehlt irgendwie eins. Eins, zwei, drei. Waren aber vier Geister. Naja, gut. Den Schädel haben wir. Ich dachte, es gibt noch was zum Lesen. Oh. Ah, jetzt kämpft man nochmal gegen alle drei, ja?
Die einzeln oder was? Die sollen gleichzeitig kommen. Oh, danke. Bitteschön. Ich habe die Seelen erlöst. Ja, zum einen ist es halt irgendwie immer schade, dass man sich denkt, ja, das waren große Helden, die was für die Menschheit gebracht haben. Und jetzt bekämpft man hier ihre Geister, das ist doch scheiße, das gehört sich nicht. Aber im Endeffekt, du befreist sie ja dadurch. Also machst du doch wieder was Gutes. Ist das hier? Tagebuch? Es hat ein paar Flaschen gebraucht, doch der gute Sir Tristan steht uns zur Seite. Er sagt, wir sollen uns nicht um die kleineren Krypten kümmern. Da liegen nur einfache Soldaten. Wir sollen Eisenwerkzeug nehmen und in die großen Grüfte steigen. Dort ist das Gold. Akkarat vergebt und wacht über uns. Vergönnt uns heute Abend volle Bäuche. Haben hier jetzt Leute rum zum Leveln? Könnte man sich hier mit einem Neko einfach hinstellen, AFK, und langsam so leveln? Probiere ich vielleicht mal abends. Einfach nur hinstellen und nichts machen. So, Paragon. Fertigkeitenpunkt. Das ist gut. Ich weiß aber gar nicht, wo ich den reinstecken soll. Guck mal, die respawnen. Man könnte sich ja theoretisch mit dem Neko einfach hinstellen. Solange man stark genug ist. Ja, aber die Skelette sterben schon weg. Würde noch eine Zeit böse enden. Auch interessant. Betäubten oder Bewegungsempfehlungen und verlangsamten. Ja, ich pack's jetzt erstmal hier drauf. Und wir ziehen weiter. Nächste Festung. Hier oben. Tyrdal Dulra. Tür Dulra. Klingt gut. Machen wir.